diesem Online-Kurs dreht sich alles um schöne Holzoberflächen. Ich zeige euch verschiedenste Methoden, wie ihr euer Holz behandeln könnt. Zum Beispiel eindringende Öle, schichtbildende Öle, Wachse, verschiedene Lacke, Beizen, aber auch etwas exotischere Methoden wie das Räuchern oder Reaktionsbeizen werde ich euch am Ende des Kurses noch vorstellen. Eine wirklich schöne Oberflächenbehandlung ist die Krönung für jedes selbstgebaute Werkstück. Ihr könnt aber mit der Oberflächenbehandlung eure Werkstücke auch komplett ruinieren. Deswegen zeige ich euch nur Methoden, die ihr in der heimischen Werkstatt problemlos umsetzen könnt, mit Mitteln, die ihr im freien Handel auch in kleinen Mengen beziehen könnt. Ich habe euch unter diesem Video Adressen verlinkt. Da könnt ihr euch über diese Mittel, die ich einsetze, informieren. Und ich habe euch, damit ihr nicht lange suchen müsst, auch Adressen verlinkt, wo ihr diese Sachen beziehen könnt. Auf diesen Linklisten habe ich auch Schleifmittel und Hilfsmittel verlinkt. Ihr könnt also problemlos nachschauen, was ich hier genau benutze und wo ihr das beziehen könnt. Zu einer guten Oberflächenbehandlung gehört auf jeden Fall die Vorbereitung des Holzes. Und das heißt in der Regel Schleifen. Ich würde euch zu einem Exzenterschleifer mit 150 mm Durchmesser raten. Damit habt ihr eine große Fläche, die ihr auf einmal bearbeitet. Die Auswahl an Schleifmitteln ist sehr groß und für diese Schleifmittel bekommt ihr auch noch Zubehör. Das seht ihr gleich, wenn es um das Thema Handschliff geht. Dann gibt es noch eine Gefahr, die weniger offensichtlich ist, und zwar sind das Dämpfe. In der Regel Dämpfe von Lösemitteln, wie sie in Lacken und Verdünnungen enthalten sind. Hier werden je nach Lack und Hersteller verschiedene Lösemittel zum Einsatz kommen. Genaueres steht in der Regel auf der Rückseite, aber nicht immer. Es gibt zu jedem Lack, zu jedem Oberflächenmittel, zu jeder Chemikalie in der Regel beim Hersteller oder beim Händler die Möglichkeit, Sicherheitsdatenblätter und technische Datenblätter herunterzuladen. Für herkömmliche Lacke, Lösemittel, Gase, die beim Verarbeiten von diesen Mitteln entstehen, nehmt ihr die braun gekennzeichneten Filter der Klasse A. Die könnt ihr beim Spritzen auch mit den weißen Filtern, weiß steht für Holzstaub, kombinieren. Dann habt ihr einen sogenannten Kombifilter. All das sind Nachteile bei Pinseln, aber sie haben noch Vorteile, beispielsweise wenn ihr Beizen auftragt. Das geht mit einem Pinsel wesentlich besser als mit allen anderen Methoden, außer das Spritzen. Pinsel kriegt ihr nicht nur in unterschiedlichen Formen, wie ihr hier seht, sondern auch in unterschiedlichen Qualitäten und Ausführungen. Das hier beispielsweise ist ein metallfreier Pinsel, der ist speziell für Beizen gemacht. An dieser Stelle passt ein weiteres Thema, das auch mit Sicherheit zu tun hat, ganz gut, und zwar das Thema Selbstentzündung beim Verarbeiten von Ölen. Da gibt es viele Mythen, aber es gibt auch wirklich eine reale Gefahr. Die Öle selbst sind weder im flüssigen Zustand noch im ausgehärteten Zustand selbstentzündungsgefährdet. Also da passiert nichts. Gefährlich sind die Auftragsmittel, also Lappen, Schwämme und Rollen, die nicht sofort ausgewaschen werden können. Bei einem Pinsel ist die Gefahr geringer, wenn ihr den direkt auswascht oder luftdicht verschließt, kann nichts passieren. Diese Selbstentzündung kommt durch die chemische Reaktion. Öle trocknen nicht wie Lacke dadurch, dass ein Lösemittel verdunstet, sondern sie vernetzen beim Kontakt mit Sauerstoff. Das ist eine chemische Reaktion, dabei entsteht Wärme. Und kann diese Wärme nicht entweichen, dann kann es in der Tat zu einem Schwelbrand kommen. Eure Lappen können sich also entzünden.
Und dann schleift ihr mindestens so fein, wie ihr auch die Fläche geschliffen habt. Geht hier lieber noch eine Körnung höher. Denn beim Hirnholz wird es nachher so sein, dass es sehr stark das Öl aufnimmt, sehr stark saugt. Dadurch wird die Kante dunkler. Und je feiner ihr schleift, umso weniger saugt eure Hirnholzkante das Öl auf und sie wird nicht so dunkel. Das sieht dann am fertigen Werkstück wesentlich besser aus. Also gebt euch beim Schleifen von Hirnholz wirklich Mühe und vor allem hier diese Bereiche, die hier hell erscheinen, das sind Bereiche, die eher grobporig sind und darin sammelt sich der Schleifstaub. Und die müssen wirklich sauber ausgeschliffen und später auch gut ausgesaugt werden. Daher gibt es Möglichkeiten, diesen Polymerisationsprozess zu beschleunigen. Das gängige Mittel ist ein sogenanntes Sikkativ. Das ist ein chemischer Zusatz, der aus diesem Öl einen sogenannten Firnis macht. Stolpert ihr also über den Begriff Firnis, dann ist das in erster Linie ein herkömmliches Öl, Leinöl oder Tungöl, versetzt mit etwa 5% Sikkativ. Und ihr seht, dieses Sikkativ hat natürlich eine Eigenfärbung und das verändert die Farbe dieses Firnisses gegenüber dem Originalöl. Wenn ihr diesen Überstand nicht ordentlich abnehmt, also euer Holz wirklich trocken reibt, dann wird die Oberfläche lange klebrig bleiben, mitunter Wochen und Monate. Wenn euch das dennoch mal passiert, habt ihr zwei Möglichkeiten, diese Oberfläche noch zu retten. Entweder ihr wascht sie mit einem Lösemittel, also Testbenzin, ab, oder aber ihr nehmt diesen klebrigen Überstand mit einer Ziehklinge runter. Und diese Hartwachsöle bilden wirklich eine Schicht, die dann gegen Abrieb schützt. Und durch den Wachsanteil habt ihr hiermit auch die Möglichkeit, den Glanzgrad zu bestimmen. Ihr bekommt diese Öle in unterschiedlichen Glanzgraden, aber nicht hochglänzend. Das funktioniert mit Wachs dann wiederum nicht. Kontrolliert noch einmal im Gegenlicht, ob ihr überall gleichmäßig aufgetragen habt und ob keine Streifen in der Fläche sind. Bei diesen schichtbildenden Ölen wird kein Überstand abgenommen. Das bedeutet, ein Teil des Öls dringt jetzt in die Holzfasern ein und ein Teil des Öls bleibt samt Harzen und Wachsen natürlich auf der Oberfläche stehen. Das muss jetzt trocknen, gute 24 Stunden lang, also einen Tag. Ihr könnt also jeden Tag einmal ölen. Ihr könnt das Werkstück jetzt natürlich nicht umdrehen, dann würdet ihr es ja in das frische Öl reinlegen und es würde an euren Leisten festkleben. Das hat natürlich zur Folge, dass eine solche Oberfläche wesentlich länger dauert als der einfache Ölauftrag, den ich euch im vorangegangenen Video erklärt habe. Ihr braucht also gute 4 Tage für eine solche Oberfläche, wenn ihr eure Werkstücke rundum behandelt. Dieser zweite Ölauftrag muss dann wieder einen Tag aushärten. Dann ist die Oberfläche im Prinzip fertig. Ich zeige euch aber gleich noch, was ihr machen könnt, wenn trotz aller Sorgfalt beim zweiten Auftrag noch kleine Staubeinschlüsse entstehen. Dann müsst ihr keinen dritten Auftrag machen, sondern da gibt es eine Alternative dazu. So sieht das jetzt fertig aus. Diese letzten Feinheiten haben wirklich eine ebenmäßige Oberfläche erzeugt, gleichmäßigen Glanz. Und die letzten Stellen, die noch etwas matt waren, glänzen jetzt auch. Ihr könnt Wachse auf unterschiedliche Arten verwenden. Auch das zeige ich euch in diesem Video. Es gibt sehr unterschiedliche Kombinationen unterschiedlicher Wachse und Inhaltsstoffe. Auch da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber erst einmal zu den Vor- und Nachteilen von Wachs. Ein großer Nachteil gegenüber Öloberflächen ist, dass Wachs nicht ins Holz eindringt oder nur in ganz geringen Teilen, je nachdem, wie das Produkt zusammengesetzt wurde. Es bildet also einen Oberflächenschutz, der nicht so robust ist wie ein Hartwachsöl, das mit Harzen versetzt wurde. Also die Verarbeitung ist sehr ähnlich den
einschichtigen Ölaufträgen, also dem eindringenden Öl, und auch genauso schnell und einfach. Ihr könnt diese ganzen Prozesse beschleunigen und auch das Wachs ins Holz einbringen, wenn ihr das Wachs erhitzt. Jetzt ist es natürlich sehr unpraktisch, eine solche Dose im Wasserbad zu erhitzen, flüssig zu halten und mit sehr heißem Wachs direkt mit den Fingern zu arbeiten. Eine wesentlich bessere Methode ist das Erhitzen des aufgetragenen Wachses mit dem Heißluftföhn. Ihr seht diesen schönen seidigen Glanz, ohne dass das zu speckig aussieht. Und das wirkt immer noch natürlich und greift sich auch gut an. Ja, Wachsprodukte sind, wie ihr seht, sehr einfach in der Anwendung. Ihr könnt damit kreativ umgehen. Ihr könnt auch aus günstigen Hölzern, wie hier Fichtenholz, mal was ganz anderes machen, zumindest was die Optik angeht. Ihr könnt durch diese Lasureffekte ganz viel machen. Der Geruch ist angenehm, also auch für Schrankinnenseiten geeignet. Wachse haben viele Vorteile, die Öle so nicht haben, aber natürlich auch Nachteile. Das habe ich euch ja zu Beginn des Videos schon alles erklärt. Ihr könnt sie kombinieren mit Ölen, auch das ist ein Riesenvorteil. Aber wie gesagt, achtet darauf, wenn ihr einmal Wachs auf der Oberfläche hattet, dann müsst ihr mit Wachs immer wieder nachbehandeln. Lacke sind in der Regel wesentlich robuster als Öle, vor allem wenn es darum geht, mit Wasserkontakt oder auch Abrieb klar zu kommen. Lacke haben allerdings den Nachteil, dass wenn sie nicht mehr schön sind, ihr die Oberfläche komplett neu aufbauen müsst. Ein Öl könnt ihr je nach Produkt auffrischen. Vereinfacht gesagt bestehen Lacke aus Lösemitteln und Kunststoffpartikeln. Die meisten Lacke, egal ob Wasserlack oder Lösemittellack, sehen daher etwas künstlich aus von der Oberfläche oder zumindest künstlicher als eine Öloberfläche. Lacke fühlen sich auf der Oberfläche auch anders an als Öle. Die Haptik ist eine ganz andere, wie gesagt eher plastikartig. Und auch hier beim Wasserlack fangt ihr wieder in der Mitte an, den Lack aufzutragen, damit ihr erst einmal Farbe aus der Rolle bekommt. Dann macht ihr die Kanten. Ihr müsst den Lack satt auftragen, aber auch nicht zu dick. Er sollte natürlich nicht runterlaufen. Den Wasserlack könnt ihr nach dem zweiten Auftrag auch wieder mit einem Schleifmittel Korn 200 nachbehandeln und so dann kleine Unebenheiten, Staubeinschlüsse etc. entfernen. Mit noch feineren Körnungen könnt ihr natürlich den Glanzgrad erhöhen. Mit groberen Körnungen, also Korn 1000, könnt ihr den Lack mattieren. Die fertige Oberfläche sieht dann so aus. Und so baut ihr dann die Oberfläche aus vielen dünnen Schichten auf. Nach dem Aushärten ist kaum noch ein Eigengeruch wahrnehmbar. Daher eignet sich diese Oberflächenbehandlung auch sehr gut für die Innenseiten von Schränken und Schubladen. Es geht wie gesagt schnell, ihr könnt das vor dem Zusammenbau machen und die Leimflächen abkleben, auch das ist hierbei kein Problem. Und dann habt ihr nach dem Zusammenbau wirklich nur noch ganz kurz eine leichte Geruchsbelastung im Schrankinneren und dann ist da Ruhe. Dann sieht eure Oberfläche so aus, sehr stark glänzend, aber eben nicht mehr so natürlich wie eine geölte Oberfläche. Beim Beizen bringt ihr auch Farbe auf das Holz, aber anders als bei der Lasur deckt ihr das Holz damit nicht ab. Es ist also keine Farbe, die direkt im Oberflächenmaterial, beispielsweise im Lack oder im Öl, enthalten ist. Beim Beizen bringt ihr die Farbe aufs Holz, die Farbe dringt ein, färbt euer Holz, erhält die Maserung und muss danach noch geschützt werden. Die Beize selbst ist wirklich nur die Farbe. Beize bringt keinen Oberflächenschutz. Im Gegensatz zu Lasuren sind Beizen viel komplizierter in der Anwendung. Es sind mehr Arbeitsschritte notwendig und das Beizen verzeiht auch weniger Fehler. Aber gegenüber Lasuren bringt Beizen ein wesentlich klareres Holzbild zum Vorschein. Die Beizen sind von der Farbe her in der Regel brillanter. Sie sind kontrastreicher und decken, wie anfangs schon erwähnt, die Holzmaserung nicht ab. Sie bleibt komplett erhalten.
Ich habe auch in dieser Platte einen ganz typischen Fehler mit eingebaut, der schnell mal passiert. Und zwar habe ich hier oben noch Leimreste drin. Die seht ihr jetzt als helle Flecken. So, ihr tragt die Beize gleichmäßig auf, nicht zu dick. Es sollte zwar Beize auf dem Holz wirklich als nasser Film zu erkennen sein, aber das Holz sollte nicht vor Beize triefen, nicht schwimmen. Und jetzt nehmt ihr den trockenen Pinsel, geht mit richtig Druck über die Fläche nochmal drüber. Bei den Lösemittelbeizen ist es einfacher. Da könnt ihr im Prinzip jede Oberfläche draufbringen, da diese Oberfläche nicht mehr angelöst werden kann. Diese Musterbretter habe ich abgeklebt, sodass ich euch an jeder dieser Beizen drei verschiedene Oberflächen zeigen kann. Das wird einmal eine Oberfläche mit reinem Wasserlack sein, also zwei Schichten Wasserlack. Dann eine Oberfläche bestehend aus Schnellschleifgrund und Wasserlack. Das habe ich euch ja im Lackvideo noch nicht gezeigt, das hole ich jetzt hier nach. Und einmal das Hartwachsöl auf der Beize. Und da werdet ihr Unterschiede sehen. Zum einen natürlich darin, wie kräftig die Farbe rauskommt, aber auch in der Oberfläche selbst, wie brillant das Ganze wird und natürlich auch, wie glänzend